In diesem Video zeige ich euch einen ersten kurzen Überblick, was das HDMI Toolkit von Cardinal DVM alles kann. Hallo, ich bin der Sevan und stelle euch heute das HDMI Toolkit vor. Hierbei handelt es sich um ein HDMI 2.0 Testgespann. Mit diesem könnt ihr Quellen, Senken und Übertragungsstrecken testen. Das Set besteht aus einem Generator und einem Analyzer. Der Generator ist in der Lage, 36 Testpattern, 54 feste und 10 variable Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen bis zu 4K zu generieren. Er ermöglicht auch das Auslesen und Speichern von EDID-Informationen. Unter Kollegen sagt man auch Edit. Diese Infos sind am Computer editierbar und für künftige Einsätze verwendbar. Den ausgegebenen HDMI-Stream könnt ihr bei Bedarf über die integrierte HDCP-Verschlüsselung bis zur HDCP-Version 2.2 kodieren. Über die Windows-Software oder einem integrierten Webserver, der sowohl auf Windows als auch auf dem Mac läuft, lässt sich das Gerät komplett fernsteuern. Das andere Gerät im Set ist der Analyzer. Der skaliert das übertragene HDMI-Signal und zeigt es hier auf dem Display an. Darüber hinaus lassen sich viele zusätzliche Informationen aus dem HDMI-Stream auswerten. Das Signal ist hier in allen Arten analysierbar. Das heißt, das Gerät ist in der Lage, die Signalinformationen, Auflösung und Bildwiederholfrequenz im Detail anzuzeigen. Hierbei werden dann folgende Fragen beantwortet. Welchen Farbraum habe ich? Welchen Videotyp habe ich? Welche HDCP-Version habe ich? Welche Farbtiefe habe ich? Und welche Audioinformationen liegen an? Er ist auch in der Lage, die Audiopegel des HDMI-Signals für bis zu 8 Kanäle in einer Pegelübersicht anzuzeigen. Mit der gleichen PC-Software können jegliche EDID-Informationen in das Gerät gespeichert werden. Dank dieser Möglichkeit kann der Analyzer jede mögliche HDMI-Senke simulieren. Sehr interessant bei diesen Geräten ist die Möglichkeit, Kabelstrecken oder auch Glasfaserprodukte zu testen. Mittels der PC-Software können sogar Langzeittests mit Reportfunktionen durchgeführt werden. Ihr seid also nicht limitiert, nur Projektoren, Displays, Senken oder Quellen wie bei Videoregien oder Blu-ray-Playern zu testen. Auch für den Heimkinobereich ist das Kit für Tests interessant. Das HDMI Toolkit gibt es in zwei Versionen. Bei der mobilen Version hier sorgen integrierte Akkus für einen netzunabhängigen Betrieb. Damit könnt ihr die beiden Geräte locker bis zu 6 Stunden im freien Feld einsetzen. Das ist für jeden Installateur super, egal in welchem Umfeld. Die Spannungsversorgung wird übrigens über eine vierpolige XLR-Steckverbindung erreicht. Diese ist Broadcast standardgemäß belegt. Das heißt, ihr könnt mit jedem 24 Volt Kameraladegerät oder vergleichbarem Equipment die Akkus in den Geräten laden. So, das war der erste kurze Überblick, was das HDMI Toolkit kann. In den nächsten Clips zeige ich euch dann detailliert, wie die beiden Tools unter reellen Bedingungen eingesetzt werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einfach einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Sevan.